Diese kleinen Schokoladenperlen kennen keine Quarantäne bzw. Ausgangssperren. Die wachsen einfach weiter und ja, heute möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ich meine Tomaten pikieren werde, euch wieder ein paar Tricks mitgeben bzw. Tipps und dann zeige ich euch noch zum Abschluss, wie viele Tomaten ich schon pikiert habe, weil hier steht eigentlich so ziemlich alles voll und neben den Tomaten habe ich noch weitere Pflanzen pikiert. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wie gesagt, möchte ich euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen, wie ich meine Tomatenpflanzen pikieren werde. Also wie ihr hier schon ein bisschen sehen könnt, sind die Pflanzen schon recht groß. Sie sind ungefähr schon 3 Wochen alt, als ich sie ausgesät habe. Und ja, wie ihr hier auch sehen könnt, haben schon fast das 8. Keimblatt. Also man kann schon so ab dem 4. Keimblatt kann man sie pikieren, damit sie noch bessere Wurzeln bilden. Die sind schon ein bisschen älter, sind auch schon ziemlich gut und kräftig, weil sie auch in der Nacht auch an die 13 Grad ausgesetzt sind und sie wachsen halt dadurch auch sehr robust. Und ja, für gewöhnlich nehme ich halt jetzt, habe ich in jedem so einen kleinen Topf mehrere Samen reingetan und dort immer eine andere Sorte reingetan. Und wenn ich sie dann anfange zu pikieren, dann nehme ich halt in der Regel nochmal so ein bisschen größeren Topf. Je tiefer die Töpfe sind, desto besser, weil sie natürlich Tiefwurzler sind und sehr viel großes Wurzelwerk dann auch bilden, je größer der Topf ist. Aber für gewöhnlich mache ich dann so, dass ich den Topf rausnehme. Dann habe ich hier den Wurzelballen. Und da habe ich hier den Wurzelballen und einen wunderschönen Regenwurm, den man jetzt hier so sehen kann. Weiß ich jetzt nicht. Schön. Und ja, für mich habe ich dann hier den Wurzelballen. Dann nehme ich hier eine Pflanze jetzt hier mal so an der Seite raus. Dann habe ich hier die Tomatenpflanze, die hat schöne Wurzeln. Und dann nehme ich halt den Topf hier, stecke ein bisschen mit dem Finger so ein kleines Loch rein. Das hat mir mein Vater gezeigt, das hat er von seiner Mutter gelernt, dass man einfach mit 2 Fingern so ein tiefes Loch reingräbt, die Tomatenpflanze einfach dann hier wieder mit reinstellt, so ungefähr in das Loch rein und dann mit 2 Fingern auch wieder abschließt. Das ist jetzt ein bisschen, schaut dann ungefähr so aus. Ist jetzt ein bisschen wenig Erde, da werde ich noch später ein bisschen mehr Erde reinmachen, weil es ist halt so, wenn je tiefer die Pflanze ist, desto mehr Seitenwurzeln bilden sich. Also das heißt, am Stamm bildet die Tomate weitere Wurzeln und je tiefer sie gesetzt wird, also bis runter zu den Blättern, desto besser, weil dann bildet sie auch mehr Wurzeln. Aber so schaut das halt generell aus, wie ich das handhabe. 2 Finger, Loch rein, Pflanze rein und Erde zusammendrücken. Und so gehe ich die letzten Jahre immer vor. Im Anschluss nehme ich dann entweder eine Gießkanne, gieße es ein bisschen an oder ich nehme, tauche die kurz in einem Eimer voll Wasser von unten her an und lasse sie dann kurz stehen und sich erholen. So, jetzt könnt ihr hier ein bisschen sehen, wie viele Tomatenkübel oder Pflänzchen ich schon pikiert habe. Also hier steht so einiges alles voll. Auch hier auf dem Weg überall Tomaten. Auch hier habe ich den ersten Kopfsalat pikiert. Also wenn ihr zum Beispiel Kopfsalat pikiert, dann solltet ihr achten, dass ihr den nicht zu tief setzt. Also Kopfsalat mag es nicht, wenn er zu tief sitzt. Da gibt es so ein Sprichwort, welches mir der regionale Urproduzent gesagt hat, als ich bei ihm gelernt habe. Er hat gesagt, dass der Salat ist,
gerne im Wind mag, also im Winde wehen sozusagen. Und man sollte ihn halt nicht zu tief setzen, das mag er halt nicht. Und hier drüben neben den Tomatenpflänzchen habe ich dann auch noch Kohl pikiert, also Grünkohl, Rotkohl, Brokkoli und Blumenkohl habe ich auch in großen Maßen pikiert. Und das habe ich jetzt hier zum Beispiel auch. Da kann man immer so ein paar Pflänzchen sehen, hier auch Spitzkohl. Und Kohl mag es auch gerne pikiert zu werden und die kann man ein bisschen tiefer setzen und da so, die mögen auch angedrückte Erde an der Oberfläche, also dass sie halt auch so aufstehen. Das mögen die halt auch ziemlich gerne. Und hier vorne sind noch ein paar Tomaten. Hier auf dem Boden an der Seite, da kann man jetzt zum Beispiel ein bisschen Wirsing sehen und Salate. Oder auch wieder ein bisschen Kohl, glaube ich. Hier unten auch alles Tomaten. Und da hinten an der Seite kommt schon die ersten Gurken und Melonen raus. Die habe ich auch schon jetzt hier ins Gewächshaus gestellt. Und ich bin noch lange nicht fertig mit dem Pikieren. Die Ladung kommt noch. Die netten Freunde. Hier vorne muss ich noch pikieren. Und hier sind noch ein paar Pflänzchen. Neben dem Salat. Und ja, ich habe genug zu tun. Da ist auch noch ein Kohlrabi, der pikiert gehört. Und neben dem wunderbaren Orangenbaum, der wächst, ist auch wieder der rote Brokkoli. Nee, nicht rote Brokkoli oder der lilane Blumenkohl. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal könnt ihr auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. So verpasst ihr kein weiteres Video von mir und dem Permakulturprojekt Peace. Und dann wünsche ich euch noch eine eher angenehme und entspannte Gartenzeit. Es kommt jetzt Frühjahr und ja, die Pflänzchen, die können nicht warten rauszukommen, sage ich mal. Und in diesem Sinne, genießt einfach die wunderbaren und schönen Tage, macht das Beste draus, bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.